Ja, wir begrüßen ganz herzlich unseren Gästetrainer, den Adi und den Nogger. Heute letzte Trainerkonferenz der Hallenrunde, unser letztes Heimspiel. Und wie immer geben wir euch erstmal die Möglichkeit, ein kleines Statement zum Spiel abzugeben. Und natürlich, der Gästecoach darf bei uns gerne beginnen. Also Adi, dein Statement. Danke für die nette Einführung. Schwieriges Spiel von der Einstellung her, glaube ich, für beide Teams. Nürnberg durch, dazu erstmal noch Glückwunsch. Dem Ergebnis gestern vorne TSV gegen Frankenthal. Wir natürlich klar mit dem klaren Ziel, Erster zu werden, heute hingekommen, die 3 Punkte zu holen. Relativ ordentlich gestartet ins Spiel, danach sehr schnell, sehr steil die Spannung verloren und dann nicht mehr das aus dem Spiel rausholen können, was wir uns vor dem Spiel erhofft haben, um uns fürs Viertelfinale einzuspielen. Daher definitiv mit einem zufriedenen Gefühl wegen den 3 Punkten nach Hause, aber definitiv nicht mit einem zufriedenen Gefühl wegen der Leistung nach Hause. Wir waren in der Pause sehr unzufrieden, weil wir gesagt haben, das ist jetzt hier gerade Schülermannschaft gegen eine Top-Mannschaft, die mit angezogener Handbremse spielt. Was die Jungs sich vorgenommen hatten, war, dass wir irgendwann in der zweiten Halbzeit eine Crunch-Time haben und dass die Mannheimer nicht gewinnen sollten, einfach weil sie es auf der linken Arschbacke abreiten können, sondern weil sie echt fighten müssen. Und so wie wir die erste Halbzeit gestaltet haben, war das ziemlich mau. Für die zweite Halbzeit muss ich sagen, natürlich auch mit dem Wissen, dass die Mannheimer hier nicht ganz Vollgas gespielt haben, aber die Jungs haben das dann sehr, sehr gut gemacht, haben sich nicht gehen lassen, haben sich in die Partie reingefuchst und mein Gott, wenn der Frederik, jetzt ist er ein Essen für mich schuldig, mal gegen den stehenden Torwart auch eine Ecke trifft, dann haben wir vielleicht doch die Crunch-Time mit dem 4-5. Ja? Aber ansonsten, ja, war es ein ganz zufriedenstellender Abschluss mit den A-Jugendspielern, die wir hier am Start hatten. Ja, ich denke, das kann man so sagen, aber schon ein bisschen schade, die erste Halbzeit letztendlich vielleicht auch viele leichte Ballverluste, auch gerade von den jungen Spielern waren ein paar, die dann auch zu den Toren geführt haben. Aber immerhin habt ihr dann die Schalter nochmal umgelegt. Was waren denn deine konkreten Worte dann in der Halbzeit, um die Jungs nochmal ein bisschen wach zu rütteln? Also, was die erste Halbzeit anbelangt, was die Fehler betraf, das sind so ganz kleine Spannungsverluste. Also, was weiß ich, der Howie hat den Ball, öffnet sich ein bisschen, lässt den Ball ein bisschen frei, ja, und dann ist der Tim Hase da und klaut sich das Ding. Ja? Das sind so kleine Sekundenbruchteile, wo der Spieler pennt, wo er Spannung verliert und dann ist das Ding halt weg. Ja? Und das ist das, was sie in ihren jungen Jahren jetzt halt von den erfahrenen Bundesliga- und ausgerufenen Bundesligaspielern halt lernen können. Und ganz konkret haben wir gesagt, dass wir versuchen wollen, A, das Tempo einfach höher zu gestalten, also Passgeschwindigkeit reinzukriegen. Dann haben wir gesagt, wir wollen viel, viel mehr mit Öffnen arbeiten, also linke Bande, rechte Bande öffnen und diese hotten Positionen, ich sag mal, auf der gedachten Viertlinie links, rechts an der Bande anlaufen und dann eben über gedrillte Bälle oder über Auflegen dann halt gefährlich in den Kreis hineinzukommen. Und die letzte Ansage war, dass wir da rein müssen, wo es weh tut. Ja? Also versuchen, in den Kreis reinzugehen, raus aus den Komfortzonen, ja, wo es nicht wehtut, sondern da rein, wo es wehtut, da muss ich mal den Arsch dazwischen stemmen, muss vielleicht auch mal den Körper dazwischen stellen und dann zum Abschluss kommen. Und das haben sie in der zweiten Halbzeit zumindest 3-mal erfolgreich kreieren können. Ja, eigentlich ein bisschen schade, ne, wenn man denkt, man ist durch vor dem Spiel, dass man so eine Chance auch mal nutzt, mal ohne Druck dann auch in der ersten Halbzeit entsprechend aufzuspielen, aber okay, so in der zweiten Halbzeit gezeigt. Die Frage an dich natürlich im Umkehrschluss. 5-0 war in der 33. Minute und dann kein Tor mehr. Ist natürlich sicherlich auch nicht besonders zufriedenstellend oder war einfach dann auch die Luft raus. Und man, ich meine, als Spieler kennt man das ja, man nimmt schon einen Gang zurück, aber dass man dann in 27 Minuten kein Tor mehr schießt, ist sicherlich auch nicht wirklich zufriedenstellend. Ne? War jetzt nicht der beste Hockeyspiel. Ich wüsste nicht, dass ich mal 5-0 geführt hätte. Darum kann ich nicht ganz nachempfinden. Aber wir sind aus der Pause ganz klar rausgegangen mit klaren Zielen, die wir umsetzen wollten in der zweiten Hälfte. Und die Ziele haben wir völlig verfehlt. Also das ist definitiv nicht ein einziges davon erreicht worden. Wir wollten das Spiel eben nutzen für uns, um uns nochmal gut aufs Viertelfinale vorbereiten zu können. So haben wir dieses Spiel definitiv nicht genutzt. Da muss man einfach zufrieden sein mit den 3 Punkten. Das ist es dann einfach auch. Es zeigt sich einfach, wenn wir uns erlauben, 2-3% weniger zu geben, der Gegner gibt dann plötzlich 2-3% mehr, dann kann eben so ein Spiel in der Halle eben auch mal ganz schnell kippen. Wir geben eine Ecke ungenau raus, verlassen eine Chance verstreichen, spielen die Konter nicht sauber aus in einem 3-gegen-1 und schon lassen wir wieder eine Chance liegen. Und
Nürnberg nutzt halt die Chance dann, spielt ein bisschen besser als in der zweiten Hälfte, nutzt das auch aus, macht das gut im Aufbau, sehr dynamisch und ja, wenn wir da nicht aufpassen, dann kann es eben auch mal schieflaufen. Wir haben genügend Erfahrung dann, um so ein Ding dann auch runterzuspielen, auch in Unterzahl. Das war nochmal gut, dass wir da das Ergebnis halten. Daran können wir anknüpfen, aber wir brauchen definitiv eine andere Leistung, wenn wir im Viertelfinale gegen Mülheim oder Krefeld dann gewinnen wollen. Ja, schon mal eine gute Überleitung bei euch. Jetzt euer Ausblick auf die Saison. Da können wir leider jetzt nicht gleich drüber philosophieren, aber Ausblick, morgen habt ihr nochmal ein Spiel zu Hause gegen, oder wo spielt ihr morgen? Wir spielen morgen auswärts gegen Frankenthal. Okay, in Frankenthal, naja, das ist ja vor der Haustür sozusagen, aber mit einem sehr heißen Publikum. Dann denke ich, wollt ihr morgen nochmal gewinnen und dann der Ausblick auf die, oder das Ziel, Deutsche Meisterschaft oder zumindest Endrunde dann? Letztes Jahr haben die Jungs das Halbfinale erreicht, haben da schon mehr oder weniger in der zweiten Hälfte des Halbfinals ihre Grenzen aufgezeigt bekommen. Klar ist, dass man sich dann nicht ein Ziel tiefer drunter setzt, sondern eher eins höher setzt. Und klar ist das Endspiel in Mülheim das Ziel, dass der Weg dahin sehr, sehr schwierig ist und eine sehr, sehr gute Leistung von uns schon im Viertelfinale verlangt wird, um dahin zu kommen. Völlig klar. Aber ja, gut, wenn man Deutscher Meister werden will, muss man es eben auch in einem Viertelfinale zeigen, dass man es wert ist. Aber noch bei dir vielleicht ein kleines Resümee der Hallensaison und dann Ausblick, wann macht ihr dann am Feld weiter und ja, ein Statement. Ich habe gerade schon in der Presse gesagt, ist so ein bisschen zweigeteilt, das Resümee. Auf der einen Seite bin ich ergebnistechnisch erstmal zufrieden mit dem Klassenerhalt. Und mit dem jungen Team, das jüngste Team, das wir, glaube ich, je hatten, ist das schon mal ein ganz netter Erfolg. Wenn man sich die Spiele betrachtet, haben wir wenigstens drei Spiele jetzt liegen gelassen, bei denen wir trotz sehr, sehr guter Leistung uns nicht belohnt haben. Von daher war ergebnistechnisch meiner Meinung nach sicherlich mehr drin, als jetzt am Ende wird irgendwo der vorletzte oder drittletzte Platz, ja? Wahrscheinlich der vorletzte. Was die Zielsetzung anbelangt, mit den A-Jugendlichen zu spielen und denen ganz, ganz viel verantwortungsvolle Spielzeiten zu geben, verantwortungsvolle Spiele zu geben, konnten wir das voll umsetzen und ganz ehrlich, was die Jungs über die Saison hinweg dann doch an Erfahrung und an Leistungsbereitschaft gezeigt haben, das war top. Also von daher nehmen wir das mit einer sehr, sehr positiven Stimmung für die Feldsaison mit und ja, vom Resümee her bin ich mit der Hallensaison dann auch sehr zufrieden. Ja. Also nochmal, das muss jedem klar sein, wir spielen heute mit dem Live, mit dem Howie, mit dem Benji, mit dem Fritz als A-Jugendspieler, die spielen gegen den Fabi Pelke, ja, A-Kaderspieler in der Halle, ich weiß nicht, Weltmeister, Europameister, keine Ahnung, ja, Dani, A-Kaderspieler, die behaupten sich gegen solche Leute und das ist aller Ehren wert. Und ja, da könnt ihr auch ein bisschen stolz drauf sein. Sehr schön. Ja, dann wünschen wir euch viel Glück für den Rest der Saison. Alle gute Heimreise. Morgen auch viel Erfolg in Frankenthal. Naja, und also aus München kann man schon nochmal einen Dreier mitnehmen. Nur ein Dreier. Ne? Okay. Also dann bis zur Feldsaison. Macht's gut. Danke.